So, und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part Silent Hill 7 Shattered Memories. Wir sind hier immer noch an diesem geilen Poster hängen geblieben. Ich denke mal, das werden jetzt auch die langsamsten von euch geschafft haben. Hier werden wir auch nicht mehr bedient. Schade eigentlich, ich hätte jetzt schon noch irgendwas futtern können. Wir können uns ja hier nochmal ein bisschen umschauen. Zack, und da fliegt's weg. Why can't you be relaxed with me, like you should? Is it your parents' house? You don't want to do it there? There's other places. Why you gotta be so frigid? Warum nur? Wir wissen es nicht. Beziehungsweise durch die Ausgabe laufen. Aber wie immer treffen wir keine Menschenseele, finden auch nichts Interessantes. Was ist denn jetzt hier? Sitzt da was? Extra Reinigung, Zuteilung für Woche 33. Information, beachte Food Preparation. Okay, bla 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 bla. Achso, haben wir jetzt eigentlich wieder was? Ja, haben wir. Ich kann nicht glauben, dass sie diesen Witz vor Rick gemacht haben. Jeder weiß, wie nah er seinem Bruder gestanden hat. Ganz nagisch, die nehmen wir doch mit. Olle! No smoking area, das will ich aber mal meinen. Wir sind hier schließlich in der Küche. Exit. Waren wir da schon raus? Ich glaube, wir gucken erstmal noch hier oben. Besonderes. Ein Regal mit Kisten hilft uns in dem Fall dann auch nicht weiter. Oh, guck mal an. Guck mal an. Wenn wir jetzt hinkommen, wir gehen hier einfach mal rein. Everyone loves their kids. Warum malt denn ein Kind hier so Beine mit Strapse? Das ist ja auch wieder ganz, ganz merkwürdig. Oh, da liegt noch was. Insekt drin. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Wahrscheinlich eine Ameise oder irgendwie sowas. Sehr ruhig dieses Spiel, muss man schon sagen. Ich kann hier aber auch jetzt nicht wirklich was Bedrohliches ausmachen. Es ist zwar sehr dunkel hier, aber irgendwie... Ach, schau mal hier.
Nice. Yeah. Ja, wir wollten ja unsere Sexualpunkte gar nicht weiter ausbauen. Verdammt. Jetzt haben wir hier ein rotes Kissen. Aha. Wer versteckt sich denn dahinter? Das kann doch keine Sau erkennen. Ah, jetzt speichere ich schon wieder. Nein, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte es gar nicht. Ich wollte es nicht. Nein, 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 nein. Oh, wie das nervt. Ja, tut mir leid. So ist das dann wohl. Oh, jetzt mach doch mal. Ich kann halt auch nichts anderes machen, gell? Ich kann halt nur X drücken und hoffen, dass er speichert. Jetzt komm, speicher. Verdammt nochmal. Ja, jetzt dauert's lange. Jetzt bitte, bitte, bitte. Wir wollen doch weiterspielen. Was für ein stranges Geräusch. Ausziehen und wieder reinstecken. Darf man doch eigentlich nicht machen, oder? Da soll doch mal einer sagen, PC-Spiele werden nervig. Oh, es hat geklappt. So, weil das jetzt so cool war. Mache ich jetzt mal ein Sicherheits-Safe. Ich weiß nicht, ob das mit den Fotos... Ist das alles ein Spielstand? Wenn ich ein Foto speichere, ist der Spielstand auch gespeichert? Okay, scheint geklappt zu haben. Ah, nee, nee, da dürfen wir ganz schön gucken. Ah, wir sind jetzt ganz prüde. Laufen wir mit verschlossenen Augen durch die Gegend. So, wir sehen hier überhaupt nichts. Finden wir hier noch was? Nö. Hier sind wieder überall Bilder. Wir müssen mit Scheuklappen hier durchlaufen. Jetzt geht's doch schon los. Jetzt beeinflusst mich das Spiel in meiner Spielweise. Normalerweise würde ich jetzt die ganzen Bilder da angaffen. Aber in meiner Hoffnung, das Spiel noch einmal herumzureißen, damit sich die Monster ändern, versuche ich jetzt tatsächlich keine Sexualpunkte mehr zu sammeln. Aber wie das klingt, ne? Haha, ich habe viele Sexualpunkte. Willst du nicht einen Kaffee mit mir trinken? Ja, was muss ich denn jetzt hier machen? Ja, ich glaube, wir sollten mal die Exit-Tür nehmen, weil Alice im Wunderland. Komm schon, Mädel, lauf, lauf. Ja. So, in der Hoffnung, dass hier nichts drin ist, sprinten wir jetzt einfach mal durch. Was war das? Das war aber vorher nicht. Nee, egal. Merkwürdig, oder? Ist das was? Kommt da gleich irgend so ein großes Monster raus? Das wollen wir jetzt gar nicht wissen. Zahnzerab. So, und nehmen wir diese Tür. Aha, siehe da. Das sieht doch schon wieder gut aus. Ach, wenn ich keine Ahnung habe, wo wir sind, können wir mal hier aufs Schild gucken. Midwich High School. Ja, optimal. Da steht eine Telefonnummer dran. Wollen wir die mal anrufen? Na komm.
You've reached Midwich High School. With cutting-edge technology and a modern learning environment, Midwich is empowering students to lead the world of the future. Midwich High School is currently closed due to severe weather. Snow day conditions apply. Ja. Aha, ist doch wieder was. Okay, das Auto wollte uns erschrecken. You got all your books? Your lunch? Good. How come you changed your hair? The other girls tell you to do your hair like that? I thought you looked great with pigtails. Okay, honey. You have a nice day. Wir haben da noch eine Nachricht. Sorry, I hit you. Was? I was just mad at myself. You look so much like my daughter. Just put the wig back on and let's go upstairs. Okay. Also wieder eine neue Story, eine Affäre. Er sagt, du siehst aus wie meine Tochter. Es scheint ein älterer Mann zu sein und ein jüngeres Mädchen. Huh? Ach ja, na klar, ziehen wir jetzt mit den Händen raus. Eins und zwei und drei und Numero vier. So. Shit. So, jetzt aber hoch. Und durch. So, ich glaube, jetzt sind wir in der Schule. Ich weiß gar nicht, was wir... Achso, in der Turnhalle wollten sie sich ja alle treffen wegen dem Unwetter. Genau. Alles klar, alles klar. Dann gehen wir doch mal... Gehen wir doch mal in die Turnhalle. Okay, da erkennen wir ein Opfer. Super. Das wollen wir gar nicht sehen. Das war's auch schon wieder. Nee, da ist noch was. Da ist noch was. Ach, wie süß. Mit so einem kleinen Haken. Zap, zap. Und... Oh, was ist das? Schutz des Himmels. Okay. Eine weitere Erinnerung. Alles klar. Oh mein Gott. Wir sind also wirklich in der Schule. Mist. Ja, dann verstecken wir uns jetzt hier mal in der dunklen Ecke, denn hier werde ich jetzt mal speichern und wahrscheinlich auch mal pausieren. Wie war denn das nochmal? Handy, zap, zap und wir überschreiben das Ganze nochmal. Ich hoffe, das geht jetzt auch schnell. Wenn nicht, sage ich jetzt schon mal Bye-bye für diesen Part. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat ja super geklappt. Ja, ich hoffe, ihr bleibt am Ball, denn das Spiel wird noch spannender. Das erste Geplänkel haben wir so langsam hinter uns. Von daher, ja, macht's gut. Einen schönen Abend, Tag, Nacht, was auch immer euch noch. Ciao, ciao, euer Längster.